Ich möchte euch recht herzlich begrüßen bei der Firma English Decor. Mein Name ist Klaus Salzmann. Ich bin verantwortlich für den Export des Unternehmens. Wir haben unseren Stammsitz in Wien. Das Unternehmen selbst gibt es seit 1866 und wir haben letztes Jahr quasi die neue Führungsebene im Haus begrüßen können. Das heißt also, die Firma ist jetzt in der fünften Generation und nach wie vor ein Familienunternehmen. English Decor hat sich die letzten 30 Jahre speziell auf die Kollektionierung von Möbel und Dekor-Vorhangstoffen fokussiert für den Bereich der Hotellerie, der Restaurants, der Bars und als zweites Standbein auch für den Gesundheitssektor, sprich Krankenhäuser, Arztpraxen, Seniorenheime und dergleichen. Das heißt also, die Konzentration, Kollektionen auf den Markt zu bringen, geht bei uns nicht nur in Richtung Design, Farbe, Qualität, Haptik, sondern um zusätzliche Funktionen, die den täglichen Gebrauch der Stoffe erleichtern bzw. gewährleisten, dass durch den täglichen Gebrauch der Stoffe auch die Haltbarkeit gegeben ist. Das heißt also, wir führen auch in der Firma selbst Desinfektionsmittel-Tests für Möbelstoffe durch, in Abgleich, also mit sämtlichen Gesundheitseinrichtungen in Österreich, welche Desinfektionsmittel benutzt werden, draußen täglich, praxisnah und mit allen unseren Kollektionen, die für diesen speziellen Bereich den Icon haben, Desinfektionsmittelbeständigkeit, gehen wir auch in die Prüfung über 4 Wochen lang. Dieser Zyklus beinhaltet das Beträufeln, das Eintauchen und das Besprühen der jeweiligen Stoffe 3-mal am Tag. Und nach 4 Wochen quasi wird dann die Haptik und die Oberflächenbeschaffenheit kontrolliert. Und bei keiner Veränderung werden dann die Stoffe für Desinfektionsmittel freigegeben. Genauso was die Desinfektionsmittelbeständigkeit betrifft, legen wir Wert, dass unsere Stoffe alle schwer entflammbar sind. Das heißt also den internationalen Normen, was jetzt die Brandfähigkeit betrifft, ausgestattet sind. Das heißt also, wir unterscheiden jetzt Möbelstoffe und auf der anderen Seite dann Vorhangstoffe. Bei den Möbelstoffen an und für sich gibt es keine Vereinheitlichung der Normpflicht in Europa. Das heißt, grundsätzlich werden die Prüfungen durchgeführt, länderspezifisch. So, bei den Möbelstoffen habe ich, was jetzt Deutschland betrifft, Normen an und für sich für den normalen Gebrauch, die EN 1021, 1 und 2. Und für den speziellen, also gibt es Einsatz im öffentlichen Bereich oder im Gesundheitswesen, die zusätzliche Norm, die EN oder die DIN 4102B1, kommt aus der Baunorm und an und für sich behandelt sämtliche Materialien mit Schwerentflammbarkeit. Grundsätzlich all unsere Möbelstoffe entsprechen diesen Normen, den Zertifikaten und werden dann auch zusätzlich noch für den maritimen Einsatz, also im Cruise Line Bereich beziehungsweise bei Flussschifffahrt nach der IMO-Norm geprüft. Da gibt es auch wiederum 2 Abschnitte für den Part 7 und für den Part 8. Der eine behandelt Möbelstoffe, der andere behandelt Vorhangstoffe. Vorhangstoffe generell, hier hat es eine Harmonisierung der Normen gegeben. Es gibt hier dann europaweit eine gültige Norm, das ist die EN 13773. Hier hat man dann, also bei den Vorhängen ist es die DIN 13773 und behandelt eben also die Brandprüfung in diesem Fall. Brandprüfungen im Generellen laufen ab, dass eben mit einer Brandquelle, im meisten Fall quasi mit einer Gasflamme, der Prüfling entzündet wird, entweder am Rand oder in der Mitte. Und nach einer gewissen Zünddauer wird dann die Zeit bzw. die Strecke gemessen,
messen die Dauer, wie lange quasi die Flamme noch selbstständig brennt, beziehungsweise die Strecke, welche Strecke die Flamme als solches benötigt, um selbst zu erlöschen. Vorhangstoffe ist für uns ein absolutes Designthema. Das heißt also, wir gehen her und wir nehmen auch die Möglichkeit war, Stoffe zu bedrucken. In dem Fall quasi habe ich jetzt eine Qualität mit neuem Design, Dimout und die spezielle Veredelung der Stoffe erfolgt bei Englisch Dekor auf beiden Seiten. Das heißt also, wir bedrucken nicht nur einseitig die Vorderseite, sondern wir geben auch der Rückseite ein eigenes Design. Neben den unterschiedlichen Qualitäten greifen wir auch den Umweltaspekt auf und nehmen bei der Auswahl unserer Kollektionen extrem viel Rücksicht und legen viel Wert auf ressourcenschonende, umweltfreundliche Produktion. Das heißt also, Sie finden auch in der Vielzahl der unterschiedlichen Qualitäten immer wieder Teile, die aus recycelten Garnen bzw. PET-Flaschen produziert werden. Hier kann ich Ihnen nur einen kleinen Auszug zeigen der unterschiedlichen Store-Qualitäten, die aus recyceltem Material produziert worden sind. Und die Informationen über diese speziellen Normen, wie Stoffe für die Hotellerie und den Restaurant- und Gesundheitsbereich geprüft werden, was alles abgeprüft werden kann, nicht nur quasi die schweren Flammbarkeit, sondern es geht um Peelingverhalten, es geht um Farbechtheit, es geht um Reibechtheiten, es geht um Lichtechtheiten, es geht um Nahtschiebefestigkeiten. All die Geschichten haben wir zusammengefasst in einer übersichtlichen Präsentation, wo auch die Thematiken wie Akustik oder energieeinsparende Materialien und diese zusätzliche Geschichte, die ich näher ausgeführt habe bezüglich Desinfektionsmittelbeständigkeit, aufgelistet sind. Und bei Bedarf und Wunsch und dementsprechender Anfrage kann natürlich auch diese Präsentation den jeweiligen Interessenten per E-Mail digital zur Verfügung gestellt werden. Ich danke und wünsche euch noch viel Spaß mit Stoffen von Englisch Dekor.